Ein Hallo an alle zurück nach längerer Pause. Es gibt neue Videos, etwas anders gestaltet als bisher. Ein komplettes Projekt zum Beispiel, das bedeutet ein Schnitt, ein Muster erstellt im DK, sowohl im Anschluss das Projekt gestrickt an der jeweiligen Maschine. Die Projekte werden an Empisal Silverett Maschinen 560 kl oder 840er, Singer Strickmaschinen, eventuell Memomatic, Super Bar, Knit oder System 624 gestrickt, Passab E6000, Silverett 860 und Empisal 151. Wer Wünsche, Vorschläge zu diesen Maschinen oder bestimmte Projekte wünscht, bitte in die Kommentare schreiben. Danke. Los geht es mit Projekt 1. Wir erstellen ein Lochmuster, wir erstellen eine Strickjacke und gestrickt wird an der Silverett Empisal. Ich starte nun mit dem Schnitt. Ich möchte jetzt also eine Strickjacke erstellen. Dafür werde ich jetzt den Ärmel gerade nehmen und zwar kein Raglan oder eine Armkugel, damit das Stricken vereinfacht wird, wenn wir jetzt ein Lochmuster gestalten. Dazu nehme ich einen V-Ausschnitt und hinten den Rückenausschnitt, also Halsaufschnitt, lasse ich gerade. Ich sage okay, Silverett 560 ist meine. Und die Maschenprobe war 24 Maschen und 38 Reihen. 24 Maschen und 38 Reihen. Das Ganze in Maschenweite 7. Vierfädiges Baumwollgarn. Und es wird ein Lochmuster, eine Strickjacke. So. Ich nehme normal. Und ich nehme jetzt keinen eigenen Schnitt, sondern ich nehme einen Standardschnitt. Ich bräuchte normalerweise die Größe 40. Da es aber eine Strickjacke ist und sie ja über ein Kleidungsstück kommt, nehme ich jetzt die 42 und sage okay. Ich lasse das hier beim Brustumfang 107 und nehme aber auch hier die 107. Die Schulter bekommt 40, das war falsch, so 40. Die Länge nehme ich mal 65, den Ärmel lasse ich, den Oberarm nehme ich 38 und den Puls 22. Und dann bestätige ich das Ganze mit OK. Und so sehe meine Strickjacke jetzt aus. Was jetzt hier noch nicht stimmt, das ist die Blende. Denn die Blende schlägt ja jetzt gegeneinander an und die wollen wir ja als Überschlag. Also gehe ich in diesen Bereich hier vom Oberteil und sage ihm, dass ich jetzt überlappen möchte, und zwar 4 cm ist meine Blende, also lasse ich ihn überlappen 3,5 und schon sieht es so aus. Damit ist mein Schnitt für die Strickjacke fertig. Das Ganze speichere ich ab. Und habe hiermit den Schnitt erstellt. Den Schnitt haben wir nun fertig. Nun machen wir uns an ein Lochmuster. Meine Idee ist, dass es hier im Internet gefunden ist, handgestricktes, eine Strickjacke zu machen, die so ähnlich ist. Genauso bekomme ich das nicht hin, alleine weil ich nicht Loch an Loch im DK eingeben kann. Es muss ja immer eine Masche dazwischen sein. Aber ich kriege es ähnlich hin. Nicht ganz so schön wie dieses Blatt, aber es klappt trotzdem. Und das werde ich euch mal zeigen. Also ich habe es schon mal erstellt. So sieht es aus. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann man
das ungefähr erkennen, wie es sein soll. Da ich nicht so viele, also das nicht so klein haben wollte, dann hätte ich ja für eine Strickjacke ziemlich viel. Wie ihr eben gesehen habt, in dem Muster ist das eine dickere Jacke, das heißt, da ist dickere Wolle benutzt worden und deswegen war das Motiv nicht ganz so häufig, sondern eben halt nur drei Blätter praktisch für ein Vorderteil. Das wäre hier, wenn wir jetzt hier alle zwei reingenommen hätten, nicht möglich gewesen. Dann wäre das so ein kleines Blatt und dann hätten wir 10, 15 Stück und das würde nicht gut aussehen. Also nicht so, wie ich mir das vorstelle. Darum habe ich das jetzt so gemacht. Das heißt, ich habe hier immer drei Reihen freigelassen und in jeder vierten Reihe habe ich dann die Maschen gesetzt. So sieht es aus und das wollen wir jetzt mal erstellen. Wie man sehen kann, habe ich 25 Maschen und 58 Reihen und genau das machen wir jetzt. Wir nehmen also hier 25 Maschen und 58 Reihen und sagen okay und legen jetzt mal los. Ich bin jetzt natürlich für die Silverett-Maschine, das heißt die Lochmuster für die Silverett, da läuft der Schlitten ja praktisch jede Reihe. Das heißt, er strickt in dieser Reihe von rechts nach links, hängt um und in dieser Reihe strickt er auch wieder und hängt um. Das heißt, ich kann das Lochmuster ohne zwischenleere Reihe arbeiten. Bei den Brassermaschinen muss man ja immer eine leere Reihe haben, das brauchen wir hier nicht. Allerdings hier in diesem Ajourmuster, also wo praktisch der Schlitten mehrmals leer läuft, da brauchen wir das auch und da mache ich sogar noch eine Leerreihe immer mehr, damit das Muster eben halt größer wird. Ich beginne also mit der Automatik, benutze das hier. Jetzt hängt mir mein Lochmuster-Motiv hier dran, also mein Bildnis und ich lege los. Ich lasse die ersten vier Reihen frei und möchte hier beginnen und zwar in der neunten Masche. 2, 4, 6, 8, 9. Hier lege ich los. Und fange an, einmal so rum und einmal so rum. Jetzt gehe ich drei Reihen hoch und setze das nächste. So und so. Drei Reihen hoch. Drei Reihen hoch. Eins, zwei, drei, dahin. Und jetzt sehe ich gerade, das war falsch, da war ich zu dicht, da war ich richtig. Dann noch ein. So. Und den letzten in dieser Breite, der käme jetzt dahin. Einmal und dahin. So, das wäre jetzt der Anfang und jetzt mache ich noch mal in der gleichen Höhe und noch mal. Damit das jetzt nicht weiter wieder so spitz abflacht, denn wäre das ja bald ein Salino und ich ja eher es rund haben möchte, wird es jetzt eben halt etwas komplizierter. Dafür gehe ich jetzt einfach bei, erstmal meine drei Reihen hoch, gehe hier oben hin und setze jetzt immer einen Punkt dazwischen. So, hier ebenso, einmal, zweimal und den dazwischen. Damit es ein bisschen abgeflacht werden kann und ein bisschen ähnlicher aussieht wie bei dem anderen, wo man laufend Loch an Loch hat, hätte ich bald gesagt. So, hier setze ich jetzt mal ein tiefer. So. Und dann mache ich den so. Und einmal so. Das ist jetzt richtig. So, nee, das ist hier falsch. Da muss ich auch.
auch so hin und hier auch so hin. So wäre es richtig. Und wieder drei Reihen hoch und hier gehe ich jetzt nur noch zweimal. So. Und nochmal hier hoch und da setze ich ihn nur noch so. Irgendwie schauen. Ja. So, man könnte das jetzt auch, oder bin ich auch eine Reihe zu hoch? So. Und so könnte man es machen. Ja, man könnte ihn vielleicht hier jetzt auch flacher machen, damit es etwas mehr wie so ein Blatt aussieht. Also da schaut mal, wie ihr das macht. Ich selber habe mich jetzt hier dafür entschieden, 1, 2, 3. Ich mache den jetzt so und so. So würde ich den jetzt lassen. So, wenn wir uns jetzt das Ganze vorstellen, dass das ja nicht hier jetzt versetzt sein soll, sondern es sollen eigentlich nur 2 oder 3 Reihen übereinander sein. Dann schauen wir uns mal an, wenn wir das hier praktisch verdoppeln. So würde das jetzt aussehen. Deswegen habe ich absichtlich hier so einen Abstand gelassen. Und nach unten hin würde das jetzt so aussehen. Das ist natürlich schwierig zu erkennen. So würde das jetzt sein. Wo wir jetzt allerdings ein Problem kriegen, ist, wenn das jetzt im Schnitt nicht so gut sitzt. Was wir jetzt als allererstes erstmal machen, ist dieses Muster so wie es ist, als Einzelmuster erstmal sichern. Das heißt, das wird abgespeichert als, nennen wir das mal Blattlochmuster. Blatt. Ist zwar kein Blatt, aber so ähnlich. So. Damit hätten wir das Muster schon mal fertig. Und jetzt können wir beigehen und könnten zum Beispiel Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal hier in den Schnitt und ich lade jetzt mal unser Lochmuster, also unseren Schnitt. Da habe ich ihn. Und könnte jetzt hier, ich sehe gerade, der ist gar nicht so gerade, das sollte der eigentlich sein. Ah, der läuft hier unten schräg zu. Ich weiß gar nicht wieso, weil wir haben doch hier, mal hier gucken, wir haben beides 107. Ach, ich sehe schon, ja, alles klar. Wir haben einmal 5 Zugabe und einmal 10, natürlich dann auch 10. So, dann haben wir das gerade, so wollte ich das haben und nicht, dass es nach unten läuft. Jetzt wird es gespeichert. So. Und jetzt ist es hier auch gerade. Wenn ich jetzt hier drauf klicke und hier drauf klicke, dann kann ich mir hier das Blatt nehmen. Jetzt habe ich hier ja nur ein einzelnes Motiv, aber wenn wir hier im Schnitt das laden, dann wird es schon als komplettes Muster, kompletten Rapport angenommen. So, jetzt haben wir hier ein Kreuz. Und wir können jetzt das Muster noch so verschieben, wie wir es wollen. Jetzt haben wir nämlich ein Problem hierbei, dass das Muster jetzt komplett als Rapport, also als unterschiedliche Rapports hier drin ist. Würde ich jetzt sagen, normalerweise könnte ich mir jetzt vorstellen, im Musterdesigner würde ich jetzt einfach dieses ganze Muster hier mit dem Pinsel rausmalen, sodass ich hier nicht so einen halben Lochmusterbereich habe. Aber das funktioniert nicht. Das werde ich euch gleich auch mal zeigen, wenn wir im Musterdesigner wieder zurückgehen. Deswegen lassen wir es halt mal so und ich werde es auch so erstmal stricken. Zeige euch dann aber im Rückenbereich doch nochmal, was es für andere Möglichkeiten gibt. Da ich das nun selber schon so gestrickt habe im ersten Teil, kann ich es nicht mehr ändern. Aber für den Rückenteil zeige ich euch dann, wie es funktioniert. Und ihr könnt es dann von vornherein so ändern, wenn ihr das möchtet. Was nämlich nicht funktioniert, was ich mir erst vorgestellt hatte, ist, mit der Silberrettmaschine stricken wir ja mit den Musterbegrenzern. Und die Musterbegrenzer bestimmen ja, wo das Muster aufhört
oder eben nicht. Bei dem Lochmuster hatte ich mir Folgendes gedacht. Ich würde die Musterbegrenzer einfach hier so 2-4 Maschen davor beenden, sodass er dann eben halt das Lochmuster wirklich nur bis da macht und die anderen Maschen rechts strickt. Das hat aber leider nicht funktioniert, weil was macht die Strickmaschine? Wenn sie den Musterbegrenzer hier hat, dann schmeißt sie ab hier die Nadeln dahinter alle ab. Dann habe ich versucht, das wegzumalen. Das funktionierte genauso wenig, weil wenn ich hier was weggemalt habe, ging das auch im Rapport weg. Dann habe ich versucht, den ganzen Rapport rauszunehmen und nur als einzelnes Muster und reinzumalen. Das hat ebenso wenig nicht funktioniert, weil dann hat die K immer das nicht abspeichern wollen, weil das eine Fehlermeldung gab. Und dann habe ich zum Schluss eine sehr gute Lösung gefunden, die zwar ein bisschen Umweg ist und die auch ein bisschen Geduld erfordert, aber das hat zum Ziel geführt und das kommt zum Schluss, das zeige ich euch dann. Also so könnten wir jetzt das Muster erstmal reinziehen, könnten das ungefähr so hinsetzen, wie es wäre. Also wenn ich jetzt hier so ganz rausgehen würde, seht ihr, kommt es hinten schon wieder rein. Da ist für mich die Entscheidung, dass ich lieber hier hinten eine gerade Kante habe, da ich hier hinten ja zusammennähen muss. Und vorne kommt ja eine Blende hin und deswegen bin ich so beigegangen, dass ich das so gesetzt habe, dass es hier in der Schräge zumindest aufhört. Also so habe ich das jetzt gestrickt und so stehen gelassen. Für die Ärmel habe ich extra ein Extramuster gemacht, das zeige ich euch auch warum. Und zwar, wenn ich jetzt hier das Muster reinziehe, dann läuft das nämlich ebenso kreuz und quer und so konnte ich das für mich nochmal, auch hier sieht man das, nochmal extra machen, dass ich also für die Ärmel da einen Rapport genommen habe, der anders abgespeichert wurde und dann hat das auch gepasst. Und für den Rücken, das kommt dann gleich zusätzlich. So sehe das jetzt aus, wenn wir dann unser Muster so weit fertig haben, dass wir das so benutzen können, dann können wir hier in Integrieren gehen und jetzt sagen wir ihm, was wir da haben wollen. Und da ich zum Beispiel beim Ärmel ein anderes habe als jetzt hier für die Seite oder auch beim Rücken ein anderes habe, kann man also wirklich gezielt nur für die Front das nehmen, was man hatte, was wir jetzt also eben hier zurechtgerückt haben. Und für Rücken und für die Arme haben wir ein anderes Muster und dann können wir auch dieses uns auswählen. Also jetzt klicke ich da rein und er nimmt jetzt natürlich genau das gleiche, was ich da habe. Und wenn ich das nicht will, dann gehe ich auf dieses Kästchen hier hinten und suche mir nun das raus, was ich dafür haben wollte. Und hier habe ich jetzt eins für den Arm. Da habe ich das nämlich extra nochmal zusammengesetzt, so wie ihr hier sehen könnt. Und sage jetzt okay, klicke ihn an und kann ihn jetzt so setzen. Der Grund, dass ich das gemacht habe, ist, der Ärmel wird ja praktisch einmal um den Arm geschlagen. Und wenn dann hier diese Lochmuster noch laufen, dann laufen sie auch halb. Und dadurch, dass das Ganze sich hier ja auch immer noch mehr weitet, war das ein bisschen unglücklich. Und darum habe ich das jetzt also hier in rechts gestrickt gelassen. Und habe jetzt hier nur 2 Diagonale rein gemacht, die jetzt hier genauso unten anfangen und praktisch oben und unten ein bisschen Luft lassen, also frei rein, sodass das Bündchen und oben auch das Zusammengenähte nicht durch Löcher gestört wird. So, das wäre jetzt dieser Teil und weiter geht das dann gleich mit dem Rückenteil.